dieser konservative Rassismus, wissen Sie, wenn man sich nur eine Sache rauspickt, gegen die man dann ist, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gut. Wissen Sie, dann ist Rassismus wie Masturbieren. Das machen wir alle zu Hause, reden wir nicht drüber. Nein, 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 tragen Sie die Fackel nach draußen. Ich meine das mit dem Rassismus jetzt, nicht das. Ja, 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 ich gucke hier gerade. Hand aufs Herz, wer von uns tut es nicht gerne, meckern? Einer, der das besonders gut und sympathisch kann, ist Sebastian Puffpaff. Die gehörige Portion Humor macht sein aktuelles Programm Alles auf Anfang dabei besonders schmackhaft. Sein Markenzeichen neben der herrlich-ehrlichen Art, der Anzug. Das geht zurück auf eine Aussage von Steve Martin, das ist ein Stand-up-Komiker aus den USA. Der sagte mal, ein Performer, egal wo, ob Bühne, Fernsehen oder sonst sowas, sollte immer besser angezogen sein als sein Publikum. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das hat was mit Respekt zu tun. Ich putze mich raus für das Publikum. Jemand, der 20, 25 Euro in die Hand nimmt und rausgeht, dem will ich auch was bieten. Ja? Und das heißt, erstmal gebe ich ihm halt diese Illusion, oh, das ist hier eine Gala. Ähnliche Veranstaltung. Der Anzug ist also immer mit dabei, egal ob 500 Leute im Publikum sitzen oder 5. In Sachen Zuschauerzahl ist mehr zwar generell immer besser, aber die schlecht besuchten Gigs sind auch wichtig. Vielleicht nicht fürs Ego, aber für die Motivation. Also ich bin ein strenger Verfechter der Ochsentour und das hat nichts nur mit dem künstlerischen Leben zu tun. Die Ochsentour gibt es ja auch bei Politikern. Ich glaube, man muss auch echt so eine Ochsentour in jedem Beruf einmal durchmachen, um zu wissen, ist das mein Beruf? Ist das der Weg, den ich einschlagen möchte? Offensichtlich war der eingeschlagene Weg der richtige. Aber der Humor wird einem ja auch irgendwie in die Wiege gelegt. Oder eben auch nicht. Oder? Also ich bin jetzt nicht auf die Welt gekommen und sah dieses Licht auf mich herniederscheinen und dann sagt eine dunkle Stimme, gehe raus und bringe sie zum Lachen. Ich komme aus einem lustigen Haushalt. Das ist mit Sicherheit, es hat auch was mit unserem Nachnamen zu tun. Also ich meine mit Puffpaff, wir heißen nun mal alle so. Das heißt, seit Jahrzehnten, seit Generationen werden wir ausgelacht. Also Lachen ist mit Sicherheit ein Riesenthema in unserer Familie. Die Juristenfamilie versteht also auch Spaß. Ein weiteres Attribut, das Sebastian ausgesprochen gut steht, ist seine Ehrlichkeit. Die lässt er ganz offen auf der Bühne heraus, aber eben auch im Interview. Ich verbinde mit Duisburg jetzt im Moment, dass ich 4-mal an dem Theater vorbeigefahren bin und es vorhin nicht gefunden habe. Das ist das, was ich mit Duisburg verbinde. Bisher habe ich leider noch keine Intimität mit Duisburg erleben dürfen. Was sich ab heute aber ändern wird und wer weiß, vielleicht kann ich beim nächsten Mal sagen, Duisburg ist das, 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 das. Aber alles andere wäre jetzt ehrlich gesagt gelogen. Der Steinhof ist zwar kein Theater, lieber Sebastian, aber das ist gar nicht schlimm. Denn wir nehmen es als weiteren Grund, dass du unbedingt bald mal wiederkommen musst.